begrüßen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trenchcoat Talkers. Mein Name ist Dela, bei mir ist die wundervolle Anna. Hallo Anna. Mute-Knopf nicht gefunden. Hallöchen! Außerdem bei mir ist der wundervolle Hendrian, der sehr skeptisch guckt. Hallo Hendrian. Hallo! Und wir begrüßen natürlich auch den unsichtbaren, also nicht unsichtbaren, aber nicht hörbaren Chat. Hallo Akustisch Chat. Akustisch unhörbar. Ach, Kinder, wie war euer Tag? Das Telefon klingelt, doch er sitzt im Keller, vielleicht nur verwählt. Telefonmann! Bling, bling. Ich hatte Spaß mit Kindern und Tieren im Sandkasten, bei der Feuerwehr. Also seitdem ich Feierabend gemacht habe, war eigentlich alles super. Davor waren Menschen. Das ist voll gut. Bei mir waren heute wenig Menschen, dafür umso mehr Drucker. Ich hasse Drucker. Natürlich, niemand mag Drucker. Ich bin mit einem zweiten. Das ist eine gewagte These. Viereinhalb Jahre. Bröckelt sie nur bei mir oder auch bei euch? Nein, nein, sie bröckelt sehr und ich habe genau gesagt nichts verstanden davon. Ja, verstehe einer diese Frauen. Das hingegen hat man sehr gut verstanden. Ach, ach. Nun. Ach. Ich glaube, das ist Karies im Blauzahn. Ah. Das ist sehr gut möglich. Dagegen hilft nur eins, Blauzahn, Zement, schmieren in das Loch und warte, bis er hart wird. Das klingt so falsch. Nun, ach. Und sonst so? Was machen wir jetzt? Ich weiß auch nicht. Wie sieht's denn mit der Essensplanung die nächsten Tage aus? Ich habe heute Bollo gekocht. Das ist ein hervorragendes Konzept. Und nur die Hälfte der Weinflasche ist in der Küche gelandet. Wie viel Liter hast du denn gemacht? Wein oder Bolognese? Beides. Ein reduziert und nach meinem Abendessen sind noch ungefähr 600 Milliliter übrig. Ja. Ja, das klingt gut. Eine zwei-Personen-haushaltsübliche Zweitagesportion. Sehr gut, sehr gut. Entschuldigung, nein. Nee, erzähl. Ich wollte mich mal daran üben, für so ein kleines Event im kommenden Jahr normale Portionen zu kochen. Falls sich das mal irgendwem oder so. Geheimes Training? Nee, einen Grund, den Primitivo aufzumachen. Ich habe mir über die Essensplanung noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Mhm. Aber sollte dringend wieder einkaufen gehen. Der Kühlschrank sagt nämlich, sonst besteht die Essensplanung die nächsten Tage aus Mayonnaise. Was vollkommen legitim ist, aber... Frühstücksmayonnaise ist immer so eine Geschichte, wenn du nicht weißt, was du draufschmieren sollst. Das ist... Okay. Mayonnaise mit Zimt und Zucker ist... auch nicht so auf Dauer gut. Wobei ich habe ja diese Woche zum ersten Mal in meinem Leben bei einem, nennt man das Online-Supermarkt? Einem filiallosen Supermarkt, Verdienst mit kleinen Elektrofahrzeugen, auf Edeka-Produktebasis bestellt. Und das war ein sehr cooles App-Shopping-Erlebnis. Nicht nur, weil das nicht über mein PayPal-Konto abgebucht wurde, sondern auch, weil das mit dem Liefern und so echt super geklappt hat. So abends in einem Slot von 20 Minuten total pünktlich. Die App sagt dir vorher Bescheid, 10 Minuten bevor die Haustür klingelt. Und
Es wird dir bis zur Wohnungstür in die vierte Etage gebracht. Mega. Ausgezeichnet. Voll geil. Ja, ich muss an dieser Stelle immer noch meinen DHL-Mann in Zwickau loben. Er wird es hier nie hören, aber du warst ein guter Mensch. Er hat ja irgendwann festgestellt, dass ich in Zwickau allein gewohnt habe und ja, auch Treppen und Zeug und halt einkaufen sehr schlecht. Und dann hat zu der Zeit gerade das der Online-Supermarkt von DHL-Partnerschaft aufgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ob das damals MyTime war oder All You Need. Einer von den beiden. Und er sah das halt, wie ich da so in meiner Küche sitze und an meinen restlichen drei Brotrinden rumknabbere. Und kam dann irgendwann und drückte mir ein Bündel, und ich meine wirklich ein Bündel, aus Gutscheinen in die Hand. Und sagte, hey, wir haben da diesen neuen Online-Supermarkt, dann bringe ich dir quasi persönlich deinen Lohn vorbei. Bestell doch einfach mal. Wie cool ist das denn? Das war auch voll gut. Das war aber auch derselbe, der mich immer wieder gefragt hat, wenn Heuschnupfenzeit war. Aber Kind, warum weinst du denn? War irgendjemand böse zu dir? Oh. Ja, da war toll. Ja, wir haben auch einen ganz tollen Engel an Postboten, DHL-Boten. Überhaupt, seid lieb zu euren Liefermenschen. Liefermenschen und Kantinenfrauen halten diese Welt am Laufen. Und Reinigungspersonal. Oh ja, und ich wollte gerade sagen, und Reinigungspersonal in Arbeitsstätten. Definitiv. Ja gut, davon habe ich tatsächlich, also die kenne ich halt einfach nicht, weil ich ja nicht im Büro bin, aber generell ja. Ja. Auch wenn sie manchmal nerven mit ihren sehr lauten Staubsaugern, aber ja. Sie haben Staubsauger und beseitigen eure Kaffee- und Müsli-Reste. Eben. Hendrian, eine Frage. Wie groß wird der Nervenzusammenbruch sein, den du beim Schneiden haben wirst? Minimal. Okay, gut. Dann? Minimal. Ich bin da ja sehr, sehr entspannt, was das angeht, weil ich da keinen Perfektionismusanspruch habe. Im Gegenteil, ich habe mehr so den alt- und verbittert Anspruch. Okay, das ist in Ordnung. Was? Das vorher gemacht hätte. Dann hättest du das noch schlechtere Mikro genommen. Genau. Ach. Ja nun. Das kommt davon, wenn man nur die abgetragene Technik der Verwandtschaft hier aufträgt. Ja nun. Ja, das kenne ich mit Strumpfhosen. Ich habe übrigens heute wieder festgestellt, dass ich keinen Hals habe und dass das ein Problem ist im Alltag. Weil... Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre unangebracht. Sprich einfach weiter. Ich wollte fragen, weil du deine Leidenschaft für Rollkragenpullis entdeckt hast, oder? Nein, aber das fängt schon damit an, den Strick ordnungsgemäß zu befestigen. Aber auch das ist ein anderes Problem. Aber ich habe mir, damit ich quasi, wenn Jonas zeitig schlafen geht, ich neben Jonas im Bett noch ein bisschen häkeln kann, eine Nackenlampe gekauft. Die hängt man sich quasi um den Nacken, im Prinzip eine Stirnlampe, halt nur um den Hals und nicht um den Kopf. Damit die halt immer in die Richtung leuchtet, in die du sowieso gucken willst. Also, die bewegt sich ja mit dir mit. Bist du dir sicher, dass du nicht einfach die Stirnlampe falsch benutzt? Ich wollte gerade sagen, hast du über die Anschaffung einer Stirnlampe nachgedacht? Ja, und tatsächlich wird das auch das nächste sein, was passiert. Weil diese Nackenlampe bedauerlicherweise setzt halt das Vorhandensein eines Nackens voraus. Mhm. Was mir hätte klar sein können, aus Gründen, aber nun. Musst du dir an dir selber befestigen oder reicht das, wenn du die einfach am Jonas befestigst? Unsicher, ich befürchte aber ein Jonas, der ja eine andere Lungenkapazität hat. Hallöchen, hier ist unser super Spezialgast. Hallo Spezialgast. Ich nehme an, du hallo super Spezialgast. Wir haben dich sehr lieb und wir denken ganz doll an dich. Wie kann man so gut aussehen in dieser Situation? Das ist unverschämt, oder liegt das an der Beleuchtung?
Gott, sieht der Mann gut aus. Gute Drogen und gute Beleuchtung. Sehr gut. Ich hatte Primitivo. Ja, das Leben eines Rockstars. Gute Drogen und super Beleuchtung. Genau das. Ja. Hallöchen. Brauchst du was? Sollen wir dir was schmuggeln? Karamelleis oder Krankenschwestern oder Stripperinnen oder... Du musst mir nur ein Zeichen geben. Schreibe eine geheime Botschaft auf dein Pflaster. Aber ich glaube nicht reden. Reden ist, glaube ich, wahrscheinlich kein kluger Plan jetzt, oder? Okay. Aber es ist voll gut, dass du da bist. Wir freuen uns voll. Oh ja. Ja, wir waren beim Mangel an Nacken hängen geblieben. Ich könnte das an einem Jonas befestigen, das wäre relativ unproblematisch. Mhm. Das Problem ist, so ein Jonas hat ja eine wesentlich andere Lungenkapazität als ich. Das heißt, wenn so ein Jonas tief einatmet, bewegt sich dieses Gerät um mehrere Zentimeter. Und ein wandernder Lichtkegel ist beim Häkeln, glaube ich, echt problematisch. Das wäre ein Grund, eine Real Doll anzuschaffen. Nie, ja. Nie kommen meine Vorschläge hier mit Gegenliebe weg. Das ist doch furchtbar. Naja, das Problem ist auch da wieder die Platzverteilung. Verstehe. Aber ich habe eventuell noch einen Plan B, deswegen habe ich auch die Stirnlampe noch nicht gekauft. Mhm. Weil ich habe ja so ein super Spezialkissen gekauft. Mhm. Ich bin ja großer Fan von Mupfeln, wie ihr alle wisst. Mhm. Und es gibt eine Doppelmupfel. Also die ist quasi nicht nur einen Meter lang in eine Richtung, sondern die ist dann halt 2 Meter lang. Und gewissermaßen U-förmig. Mhm. Dann kann man ein Stillkissen? Ja, genau. Aber halt, im Prinzip ein Stillkissen. Aber ich glaube, die Dinger, die ich ja habe, laufen offiziell auch schon unter dem Namen. Ja, da bin ich, ob ich das da einfach dran befestigen kann, irgendwie. Okay. Dilla, kennst du Zwillingsstillkissen? Nein, aber ich klingt, als will ich's haben. Am Monster hat gerade Spaß. Die sind dann, je nachdem, wie du sie hinlegst, entweder Eastside oder Westside. Okay. Ja. Und ich überlege ja auch, dieses Prinzip Mupfel auf Badewannentauglichkeit umbaue. Ich habe ja eine Badewannenmupfel. Ich auch, aber ich bin unzufrieden damit. Okay, ich bin sehr zufrieden mit meiner Badewannenmupfel. Hast du eine oben an den Rand legt Badewannenmupfel oder eine reinlegt Badewannenmupfel? Ich habe im Prinzip, ist das ein Plastik-Mesh-Netz mit Styroporkügelchen gefüllt. Okay. In Ausdehnung eines kleinen Stillkissens, was einfach mit dir in der Wanne schwimmt. Hm. Ja, weil bei mir ist ja das Problem, ich kann ja nichts gebrauchen, was Auftrieb hat. Ah, stimmt. Dann nimm einfach Bleikügelchen. Genau. Ja, und Jonas weigert sich ja immer so regelmäßig mit mir baden zu gehen, wie ich baden gehe. Weil auch da Platzverteilung, Wasserverdrängung, sehr schwieriges Konzept. Naja, die Wasserrechnung fände das, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt habe ich wieder das Bild von der Kegelrobbe im Wellenbad vor mir. Ja, nein, wir reden nicht mehr über das Wellenbad. Das war echt nicht witzig. Auftrieb ist böse, Physik ist der Feind. Soll ich dir Backsteine mitbringen das nächste Mal? Ich habe noch Bleiband von den Gardinen übrig. Solange ich bin schon dran überlegen, das so eine Gewichtsdecke umzubauen. Mhm. Wasserfest irgendwie so. Eine Ritterrüstung. Oh ja. Aber bitte aus VA. Ja, natürlich.
Wir sollten alle viel öfter in Rüstung baden gehen. Hat schon Richard Leberherz gelernt. Nee, ich weiß gar nicht. War das der ausoffen ist? Egal. Auf jeden Fall im selben Kreuzzug mit Richard Leberherz ist einem ausoffen. Ich weiß bloß nicht mehr wer. Oder war es Barbarossa? Einer von beiden. Unklar. Weiß es nicht. Guck mal, drei Trinkgefäße neben mir und natürlich ist das letzte, was ich greife, der Wein. Moment, ich recherchiere das live. Hören Sie jetzt Dela beim DuckDuckGo zu? Ja, es war Barbarossa, aber im selben Kreuzzug. Das war der Hundenkönig mit den Elefanten und Alpakas an den Alpen, oder? Ein Kreuzzug mit Alpakas. Ich muss nachdenken. Mehr Flausch. Ja, voll gut. Wir flauschen sie zu Tode. Ich unterstütze das. Ich brauche mal gerade 3 Sekunden Ruhe. Quack, 21. Quack. So, danke. Duck, duck, go. Ich will das Geräusch nachher drunter schneiden. Ich verstehe. Nur echt mit einem 21. Mehrspuraufnahme. Deswegen schneidet auch der Hendrion und nicht ich. Genau. Weil Mehrspurschnitt ist die Hölle. Kommt ganz aufs Meer an. Und ja, ich weiß, dass es da andere Meinungen gibt, aber sie sind falsch. Oh, der Hendrian fährt also mehrgleisig. Quack, quack. Seien wir ehrlich, bei dem Aussehen würden wir das doch auch tun, oder? Wir sehen halt nicht so gut aus. Würdet ihr euch auf mehrere Gleise legen? Apropos Hendrian und krank werden. Ja. Meine Kollegen haben heute den Burger Mittwoch ins Leben gerufen und wir waren bei Five Guys. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Salad Bowl eine Salatschüssel in der Tasche. Ja. Mir ist aufgefallen, dass, apropos Five Guys, der Kagi demnächst mal wieder in deiner Ecke sein wird. Also, wenn auch wieder ein Stückchen weiter weg. Du könntest also mal wieder krank werden. Ja, das wäre ja was. Naja, das mit dem Krankwerden würde ja vor allem auch die Gedärmsituation wieder ein bisschen entschärfen, nicht? Ja, eben. Ich würde mich freuen. Dann könntest du auch Five Guys verdauen. Ja. Sogar Six Guys, wenn sie sich anstrengen. Entschuldigung, gibt's die auch im Sixpack? Nein, nur im Bembel. Da wird das Gerippte zu Feinripp. Ja, wir werden demnächst auch mal wieder Burger essen gehen. Es gibt ja hier so eine Burgerbude. Aber keine so Hans im Glück, sondern irgendwie was Kleineres, sag ich mal, was wohl hier nur hier gibt. Ja, Jonas war ja tatsächlich vom Hutzenburger sehr beeindruckt damals. Also vom was? Ja, es gibt einen Hutzenburger, weil Hutzen gehen ist ja hier in der Gegend ein Ding. Und als hier diese ganze Diskussion mit Weltkulturerbe, Erzgebirge und dies, das, haben sie einen gebrandeten Burger gebaut. Das hört sich ein bisschen an wie der Biber Butzelmann. Voll gut. Okay. Was also befindet sich da alles drauf? Auf jeden Fall Zwiebeln, Pulled Pork, ich glaube eher so in Richtung Barbecue-Soße. Mhm. Ich glaube kein Salat, weil das wäre ja lächerlich hier im Gebirge. Ja. Ist die noch mit Röster belegt? Mit Röster. Das wäre aber eher Thüringer Art. Das hat ja mit uns nichts zu tun. Das ist ja nur eingekauft. Das ist ja auch die einzige Daseinsberichtigung, die der Thüringer per se erstmal hat. Okay. Hallo, Schalter. Ich hab dich trotzdem lieb, auch wenn du Thüringer bist.
Ja, nee, aber Roster ist ja hier eigentlich kein Ding. Also, das wird schon gemacht, aber das haben nicht wir erfunden, sagen wir es mal so. Also mehr so, wie hier auch Baguette gegessen wird. Ja, genau, genau. Man hat das schon mal gesehen und... Richtig. Ja, ja. Da haben die irgendwann mal in einer kriegerischen Auseinandersetzung geplündert und haben festgestellt, kann man schon mal machen. Mhm. Nein, wir sind tatsächlich hier eher Brine, Kies und Schwammebrie. Hendrian, was war das für eine Sprache? Das war erzgebirgisch. Das Schöne daran finde ich... Wie bitte? Übersetzung bitte. Grüne Klöße und Pilzsoße. Also wenn du Pilze nicht brätst oder auch wenn du sie brätst, aber ohne direkt Soße dazu zu machen, diese Flüssigkeit, die da mit den Zwiebeln und so entsteht, das ist Schwammebrühe. Oh. Ach, Schwammebrühe. Okay. Genau. Ich hab Hunger. Oh. Es tut uns leid. Durftest du denn heute wenigstens irgendwas essen? Kriegst du wenigstens Suppe oder sowas? Suppe gab's, ja. Und ging auch halbwegs mit dem Essen? Ja, noch ein bisschen schwierig, nur, aber ist schon machbar. Na schön, wenigstens was. Ach, ach. Drücken wir mal sehr die Daumen, dass das schnell wieder anders wird. Ja. Wir drücken Daumen, Pfoten und jetzt auch einen Aufzugknopf. Oh. Beziehungsweise, da es ja um Essensaufnahme geht, wir drücken den Gaumen. Ist das denn der grüne Gaumen? Möglich. Wenn du es mit Salat, also... Naja, so eine Salatgurke, Deep Throaten, könnte schon funktionieren. Lassen wir das. ja. Ach, ach, ach. Entschuldigung. Ich weiß, wir sollten dich nicht zu Lachen bringen. Ja, nun, ach. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Gurkenexperimente. Also, nicht dieses Gurkenexperiment, sondern... Es wird auf jeden Fall spannend. Und ich bin empört, die verdammten Betrügertomaten. Das waren die ersten Tomaten, die Farbe gekriegt haben. Die waren noch ein paar Tage, waren die schon schwarz. Und heute nehme ich so ein blödes Ding ab und vorne dran, wo du sie siehst, komplett kohlrabenschwarz. Und dann drehst du das Scheißding um, die sind grasgrün. Das heißt, du hättest einfach die Pflanze wenden müssen, oder? Ich meine, es war ja jetzt auch scheiß Wetter. Es kann auch durchaus sein, dass sie noch werden, aber... Nein, wie bei einem VW-Navi einfach nur ein Update einspielen, dann hast du das mit dem bitte wenden nicht mehr. Ja, genau. Naja, und das Problem ist halt, der Tomatentopf ist aber halt auch so riesig, den können wir jetzt nicht mehr umdrehen, ohne dass wir dort alles zur Sau machen. Mhm. Deswegen muss es halt jetzt einfach werden, oder wir haben halt Pech, oder keine Ahnung. Die eine, die wir jetzt geerntet haben, habe ich jetzt mal ins... dunkle Tomatenkörbchen gelegt, vielleicht reicht es da noch nach, aber ich fühlte mich betrogen. Das ist das kann ich verstehen. Ach, ach, ach. Aber meine Chilis sind schon so lang. Hallöchen. Mhm. Okay. Und sie stehen wie eine Eins. Ausgezeichnet. Sagte das Mädchen zum Matrosen. Und scharf sind sie auch noch. Oh. Das habe ich doch nicht getestet, aber wir werden es sehen. Welche Sorte ist es, dass es ist? Die jetzt schon so lang sind, das sind Tabasco. Mhm. Ich habe aber auch, warte. Schmecken die von Natur aus nach Essig? Ich finde tatsächlich, das ist bei Pepperoni schlimmer. Also ich finde, Pepperoni haben so einen blöden Beigeschmack. Aber das kann an deinem Hirn liegen, das weiß ich nicht. Wir sind doch völlig normal verdrahtet hier alle. Ich war das Prototypkind und das merkt man. Ansonsten habe ich noch Carolina Reaper.
Glockenchili, Ecuador. Auf die Ecuador bin ich sehr gespannt. Nicht den Ohrwurm, nicht den Ohrwurm. Ja. Und sie ist abgehauen nach Ecuador. Also nicht drauf gespannt sein. Mhm. Und dann habe ich noch sehr lustige, eher paprika-artige Dinge. Mhm. Die sind schwarz und werden jetzt rot. Ah, das okay, ist ja. Auch irgendwie ja. spannend, aber ich weiß noch nicht, wie sie schmecken. Sowas in der Richtung hatte ich auch mal. Die waren grün, wurden schwarz und dann irgendwann erst lila, dann pink, dann weiß, glaube ich. Also auch so. Wenn sie das Weiß-Stadium erreichen, wird es schon grenzwertig, oder? Nee, die sollten so weiß-lila gestreift sein, glaube ich, am Ende. Also die Frage ist ja, wie pilzig sind sie, wenn sie weiß sind? Nur das. Nein, ich esse wenige Dinge, die Pelz haben. Hallöchen. Nein, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, kann auch schmecken. Frisch geduscht. Ansonsten... Ammonbär mit Pelz. Seitenbacher, Brie. Ja, aber ich bin sehr gespannt auf die Thai-Bär nächstes Jahr. Also sie hat sich jetzt zumindest so weit wieder gefangen, dass sie den Transport wieder einigermaßen verkraftet hat. Also, aber die kommt halt, wenn dann erst nächstes Jahr. So richtig. Hast du gerade Thai-Bärin gesagt? Ja, wie Thai, wie Taj Mahal geschrieben. Okay. Okay. Eine Kreuzung aus Himbeer und Brombeer. Ah. Mhm. Dann wird es Rumtopf geben. Große Mengen aus Rumtopf. Nom nom nom. Oh ja, es wird ganz böse enden. Im Zweifelsfall kann man das auch einfach noch mit Candice angießen. Ja, aber ja. Wir haben ja die Möglichkeiten, nicht? Nachspeisen mit Rumtopf in diesem Kochduell. Die reine Lehre sagt ja eigentlich Vanilleeis mit Rumtopf. Ich persönlich bin ein großer Verfechter von Salted Caramel-Eis mit Rumtopf. Das klingt gut. Mir käme da eine Rezeptidee. Hendrian, glaubst du kannst einem Herr R aus H erklären, wie man Salted Caramel-Eis herstellt? Das Schöne ist, dass ich glaube, ich könnte es der Frau R aus Höf vermitteln. Es wäre eine Herausforderung. Es wäre ein großer Spaß. Und wir hätten Eis am Ende. Ja, deins, weil ich kann keine Nachtische. Du sollst also eine Süßspeise erstellen. Ja, genau das. Dürft ihr den Joker haben? In eurem Wettbewerb. Im Sinne von Menschen oder von Zutaten oder von Geräten? Im Sinne von Zutaten, im Sinne von Menschen mit Geräten im Zweifelsfall. Okay. Weiß ich nicht. Dürfen wir? Also die Liste sieht bislang diverse Geräte vor. Alles, was in mehrfacher Ausführung angeschleppt werden kann. Mhm. Und Fragen über Fragen haben wir noch nicht besprochen. Also ich dachte, der Joker wäre bislang, dass die beiden uns mit an den Tisch holen dürfen. Ja. Wenn es um Joker geht. Ja, so hatte ich das auch eigentlich verstanden. Also, sind die Joker? Sind ein großer Teil meiner Gehirnkapazität. Ach.
Und ich hatte zumindest bis vor dem Umzug eine Eismaschine. Bin mir nur nicht sicher, ob die den Umzug überlebt hat. Hier steht übrigens auch immer noch eine Küchenmaschine für dich. Das Problem hat sich inzwischen multipliziert, weil die Dame hat auch eine. Mehr Küchenmaschinen, mehr gut. Ja, allein mir fehlt der Platz. Ja, ich verstehe es. Aber deine Küche ist doch ein Ballsaal. Ja, für sehr kleine Bälle. Tischtennisbälle. Zum Beispiel. Flummis. Murmeln. Ja. Na gut, dann werde ich demnächst wieder eine Wurstküchenmaschine und eine Margarita-Küchenmaschine haben. So wie Gott es gewollt hat. Wurst und Margarita klingt allerdings auch nach einem Podcast-Titel, den, wo ich hören würde. Ich fragte mich gerade, ob der Margarita aus dem Wurstwasser gemixt wird, so Festival-Style. Ich sag mal so, auch an dieser Stelle hoffe ich sehr, dass Jonas diese Folge nie hört. Ich bin mir sehr sicher, dass dann Experimente stattfinden werden. Diese Folge ist doch auch eigentlich nur exklusiv für Armin. Erinner ihn niemals an Rollmops-Schorle. Nein. Schorle. Sag mal, hatten wir diese Rollmops-Diskussion nicht schon mal? Das ist gut möglich. Irgendwie klingelt da gerade was bei mir. Ja, ich glaube wahrscheinlich. Diese Mischung aus rollig und mopsig. Mhm. Ach, ach, ach. So. Ich bin ja auf jeden Fall auf die nächsten Schinken-Experimente gespannt. Ja, zu diesem Schinkenthema, da müssen wir dann bei Gelegenheit generell mal ein ernstes Wort miteinander reden. Nein, da habe ich Fragen. Ich dachte, du hast Mayo. Das auch. Ich würde gerne meine Mayonnaise belegen. Ihr habt einen Kochschinkenautomaten, oder? Genau. Also, naja, das ist eigentlich nicht der Automat. Also dieser Schinko war, und ich möchte diesen Namen gerne etablieren, weil er ist fantastisch. Er macht quasi in erster Linie nur Druck. Und du schmeißt dieses Gerät dann in den Einkochautomaten rein. Ah, okay. Okay. Das heißt, es wird Kochschinken geben. Mhm. Gut. Damit werden eigentlich alle meine Fragen schon beantwortet. Wo muss ich bestellen? Hatte ich dir nicht den Link schon geschickt zum Schinken? Nein. Ich will nicht das Gerät bestellen. Ich will den Schinken bestellen. Ja, sobald du angefangen haben. Mhm. Wie ist der Vorrat an Wacholderbeeren in Delanistan? Ja. Ich sag mal so, Jonas bestellt ja bei hausschlachterbedarf.de und ich glaube, der letzte Wacholderbeerensack, den wir bekommen haben, war ungefähr so groß wie ich. Die haben halt keine kleinen Mengen, dafür sind sie sehr günstig, wenn du es aufs Kilo rechnest. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier einen. Wer braucht. Gin kann euch auch Kochschinken hochgehen. Mhm. Ich wiederhole, Gin und Kochschinken. Das ist keine Übung. Bleiben Sie ruhig. Mhm. Das Problem ist, ich bin halt leider kein Gin-Trinker. Aber Wacholder-Schinken. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Das wird super. Also wurde jemals etwas, was aus unserer Küche kam, nicht super? Ich habe noch nicht so viele Dinge aus deiner Küche probieren dürfen. Fehler im Raumzeitgefüge. Ändere das. Aber ich sag mal, die eigentlichen Schinken-Experimente werden wahrscheinlich wieder im Herbst, Winter stattfinden. Ja, klar. Weil es ja Herbst, um die Schinkenzeit geht und so. Ja. Genau das. Und ich bin auch immer noch nicht von dem Konzept abgekommen, Rum selber zu bauen. Also keinen Rumtopf, sondern richtigen Rum.
Mich würde es natürlich nicht wundern, wenn du irgendwo eine Zuckerrohrplantage hast und in einem weißen Leinenanzug durch deine Ländereien schreitest, aber wie? Naja, also ich würde im Anfang, wir reden jetzt erstmal vom Anfang, würde ich tatsächlich Blankenrum fertigen kaufen und den zu Gewürzrum umbauen. Hm? Das ist erstmal Schritt 1. Es scheitert momentan an der Existenz kleinerer Fässchen. Das ist Fässchen? Ja, ich bitte dich. Okay, nein, es war einfach gerade, die Leitung war ein bisschen knurpselig. Ich wusste nicht, ob du Tässchen oder Fässchen gesagt hast und wollte. Okay. So, und dann brauchen wir natürlich noch Auslieferer, Bernhardi, ne? Wie klein sind kleine Fässchen bei dir? Das ist eben das, woran es noch scheitert. Zählen auch Golden Retriever Bernhard Sennenhund-Mischlinge? Frage für eine Freundin. Wenn sie die Ausbildung überstehen? Also sie bringen Dinge von A nach B und sie haben etwas Senniges dabei. Sie müssen sich halt nur mit der Dackelarmee vertragen. Ach, das ist überhaupt kein Problem. Dann sehe ich da keinerlei Schwierigkeiten. Sind Dackel nicht eher eine Armada? Weil so Marderförmig? Mir gefällt, wie du denkst. Dennoch tut es weh. nein, aber wir sind tatsächlich, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich eher in die Richtung holzig, vanillig, himbeerig gehen will. Oder eher in die leichte Richtung mit so einem Zitrus. Du könntest die Himbeere in der Variante 1 mit Salted Caramel ersetzen und du wärst total auf meiner Linie. Das Salted Caramel würde ich tatsächlich in die Zitrusrichtung eher stupsen, glaube ich. Ich finde Vanille Salted Caramel und dann so schön über ein Schokoladeneis total super. Mhm. Oder einen schwarzen Tee. Ja, schon. Aber auf jeden Fall, das ist noch nicht gestorben, die Idee. Gefällt mir. Ich meine, solche Ideen wollen ja auch regelmäßig rumgetopft werden. Werbung. Hallo Armin. Ja, jetzt haben wir schon den 10.08.2023. Naja, ab dreimal ist Tradition, oder? 10.08. Erfreulicherweise hörte ich, du hast alles gut überstanden. Wir freuen uns sehr darüber. Also gilt es, dich jetzt in deiner Genesung zu begleiten. 10.08. Also bei 1008 bin ich ja sofort bei dem einzigen Gesetz, das mir immer in den Sinn kommt, wenn es um vierstellige Paragraphen geht. Das wunderbare bürgerliche Gesetzbuch. Naja, ich würde jetzt mal behaupten, Gesetzestexte sind wohl auch gemeinfrei, oder? Hoffen wir es. Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 1008. Miteigentum nach Bruchteilen. Ha, das ist ja für dich fast wie zu Hause, oder? So ein Bruchteil an Eigentum, das man mit der Familie halt teilt. Es ist ein erfreulich kurzer Paragraph. Das bürgerliche Gesetzbuch meint also zum Miteigentum nach Bruchteilen. Steht das Eigentum an einer Sache mehreren nach Bruchteilen zu, so gelten die Vorschriften der Paragraphen 1009 bis 1011. Naja, ich hoffe jetzt für dich, dass du weder am 10.09. noch am 10.11. noch dort liegst, wo du gerade liegst und sich diese Beiträge erübrigt haben. Also von daher
wissen wir jetzt nur, wo wir nachgucken müssen und nicht, was denn für weitere Vorschriften nun gelten. Dann ist dem so. Ach, apropos, wo ich hier gerade so mein Getränk anschaue. Schlucken, trinken, alles mittelmäßig. Die waren so grausam und haben dich vom schwarzen Gold abgeschnitten. Wusstest du, dass Henriette Davides auch etwas zum Absatz 5.1 Getränke hat? Und noch viel wichtiger, dass dieser mit Allgemeines vom Kaffee beginnt? Ich finde, du solltest das hören. Allgemeines vom Kaffee. Von verschiedenen Kaffeesorten, vom Waschen, Brennen und Mahlen des Kaffees und von einigen Surroganten. Mokka ist der feinste Kaffee, wohlschmeckendste und teuerste. Seines Feuers wegen aber nicht der gesündeste. Nächst diesem wird der gelbe und besonders der braune Java, selbstredend, echt und ungefärbt, am meisten geschätzt. Diesem gleich steht der Menado. Puerto Rico ist ein starker, kräftiger und angenehmer Kaffee. Wird derselbe aber etwas zu stark gebrannt, so enthält er einen scharfen Geschmack. Domingo ist weniger kräftig und oft sehr unrein, aber milde und gesund. Ein höchst widerlicher Kaffee, seines fauligen Beigeschmacks wegen der Brasil. Unbegreiflich, dass er Abnehmer findet. Am wohlschmeckendsten ist jederzeit eine Mischung verschiedener Sorten. Die feinste Mokka und Java zu gleichen Teilen. Vom Brennen des Kaffees hängt der Geschmack ebenso sehr ab als von der Qualität. Ein zu starkes Brennen macht ihn scharf. Ein zu schwaches Brennen gibt dem Kaffee einen sehr unangenehmen, faden, etwas säuerlichen Geschmack. Zwar lassen die größten Kaufleute den Kaffee auslesen, doch sehe man ihn noch selber durch, damit er sicher frei das feine schwarze, das keine schwarze, faulige Bohne der Portion Kaffee, wozu sie gerade kommt, einen Beigeschmack mitteilt. Das Waschen des Kaffees soll, wie manche behaupten, denselben sehr verstärken. Es scheint dies zwar mehr in der Idee zu liegen, jedenfalls aber wird der Kaffee dadurch verfeinert und appetitlicher. Man nehme dazu kaltes, nicht heißes Wasser, reibe ihn schnell zwischen den Händen, schütte ihn auf einen Durchschlag, gebe Wasser darüber, trockne ihn in einem groben, reinen Tuche ab, indem man ihn gehörig abreibt und lasse ihn an der Sonne oder an einem warmen Orte trocken werden. Auch kann man ihn folglich nachher brennen. Das Waschen hat zugleich das Angenehme, gefärbten Kaffee zu entfärben. Zum Brennen des Kaffees finden Drehtrommeln den Drehtöpfen gegenüber Vorrang, weil darin dem Kaffee besser der richtige Grad des Brennens gegeben werden kann. Das Brennen gelingt am besten bei einer nicht ganz so starken, doch lebhaften Feuerflamme, wobei der Brenner stets in Bewegung gehalten werden muss, damit der Kaffee sich nach und nach bräune und eine ganz gleichmäßige Farbe erhalte. Zum vorgenannten Schwitzen
was im Hervortreten der öligen Teile seinen Grund hat, darf er nicht kommen. Sobald der Kaffee eine schöne mittelbraune Färbung erhalten hat und die Bohne sich leicht durchbrechen lässt, ist er gut. Für Magen- und Herzleidende, Nervöse, Kinder und so weiter ist besonders Rathainers Malzkaffee zu empfehlen. Klammervermerk, Zubereitung siehe unten. Ach, ach, ach. Das vorgenannte Schwitzen habe ich in dem Absatz nicht gesehen. Aber Schwitzen, bei den Temperaturen lassen wir das lieber. Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund und fühlst dich schon ein bisschen besser. Bis morgen. Hallo, lieber Armin. Ich wünsche dir sehr gute Besserung und rasche Genesung. Wer braucht schon eine Schilddrüse? Ich bin mir übrigens nicht sicher, was der Chat uns mitteilen wollte. Irgendwas ich mit. Schon. Okay, gut, also brauche ich da nicht agieren. Genau. Okay. Dann ist gut. Der Chat wollte hochqualifizierte Wortspiele würdigen. Mit einer Auszeichnung. Ach so, ich verstehe. So eine Art Hearing of Approval. Das ist dieses Modern Talking, ne? Naja, das mit dem Sherry Sherry Lady hatten wir ja schon. Eben. An dieser Stelle. Ich meine, Portwein, Dela, wie stehst du zu Portwein? Ich bin ein großer Fass Freund von Portwein. Doch, aber von Sherry ist der Weg zu Portwein ja immer nur sehr kurz. Das stimmt. Ich muss aber dazu sagen, ich bin mit Portwein auch sehr, sehr streng. Du böser Portwein. Es gibt, ach, ich dachte jetzt mehr so ein Rohrstock. Er muss tatsächlich sehr, 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 sehr süß sein. Und er muss in der Lage sein, mir das Gefühl in den Beinen zurückzugeben. Dann ist er gut. Da habe ich aber bis jetzt nur zwei Sorten gefunden, die das können. Okay. Huh. Auf einer Sorte kann man ja auch nicht stehen. Genau das. Ach, ach, ach. Andererseits bin ich aber auch ein großer Fan von Sol de Malaga. Auch große Empfehlung. Warte, war Malaga nicht irgendwas in Schnaps eingelegte Rosinas? Ja, nein, aber der, also der heißt einfach nur so. Der kommt vielleicht auch aus Malaga, das weiß ich nicht, aber er zählt halt in dem Sinne nicht als Portwein, aber er ist so was Ähnliches. So wie im besten Geneva halt auch kein richtiger Geneva ist. Okay. Ist er das nicht? Naja, ich habe keine Ahnung. Ist ja mehr so ein aufgesetzter Johannisbeerschnaps. Mhm. Während Geneva so Brand in Fass gelagert. Ah, okay. Auf jeden Fall muss es Chili-Schnaps wieder geben. Mhm. Als also jemand Chili-Schnaps haben möchte, möge er schreien. Nur zur äußerlichen Anwendung. Okay. Moment, das habe ich so nie gesagt. Ich habe nein, gesagt, nein. Das war mein Warnhinweis an der Stelle. Anwendung, Verantwortung. Das war einfach nur der Ersatz für Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Genau. Nein, nein, also man kann den schon trinken. Ich halte es nur nicht für eine kluge Idee. Das klingt nach Been There, Done That. Nein, weil ich kenne meine Grenzen und ich kenne auch die Erzeugnisse meiner Küche
Und ich nehme den halt tatsächlich als ABC-Pflasterersatz. Ja, vielleicht sollte ich mit Capsaicin Überempfindlichkeit dann doch eher die Finger davon lassen. Das sollte, ja. Bei mir ist halt, ich habe halt kein Problem mit dem Capsaicin. Ich habe halt bei den ABC-Pflastern das Problem mit dem Kleber. Na, bei mir ist es das Capsaicin. Hm. Aber ich sag mal so, es gab dann Menschen, die dachten, es wäre intelligent, diese Warnung zu missachten und ihn zu trinken. Und natürlich nicht in kleinen Schlucken, sondern in ordentlichen doppelten Gläsern. Der 2-Meter-Mensch, der das ausprobiert hat, lag danach weinend auf meinem Küchenfußboden und hat gesagt, er hasst mich und er ist von diesem Konzept auch nie mehr abgekommen. Das ist quasi mehr eine Art Selbstverteidigungsschnaps. Richtig, richtig, richtig. Das ist genauso wie zu der Zeit, als ich hier anderweitige Tropfen zur Entzündungshemmung und Entkrampfung entwickelt hatte. Nein, du nimmst davon bitte 3 Tropfen, nicht mehr. Ja, und auch da, ein 2-Meter-Kerl stand in meiner Küche und danach lag er in meiner Küche. Und da lag er auch die nächsten 3 Stunden, weil Muskelbewegung nicht mehr drin war. Wieso hast du keine goldene Sichel? Bist du dir denn sicher, dass ich keine habe? Nein. Mirakulik? Genau das. Weil dieses ganze Druidentum ist ja sehr mit Mystizität und Geheimhaltung. Ich kann das also weder bestätigen noch verneinen. Ich hätte es wissen müssen. Dass ich nichts wissen kann. Also ich sag mal so, bevor Jonas hier war und als wir uns schon so ein paar Jahre kannten, ist er auf jeden Fall in mehrfacher Ausführung für mich durch den Wald geschlichen. Und auch sehr erfolgreich. Hat er einen Hinkelstein mitgebracht? Ja. Der liegt jetzt in unserem Garten. Ein Wildschwein und lauwarme Pfefferminzsoße. Nom, nom, nom. Wie war das? Die Schönheit unserer Frauen und die Qualität unserer Küche haben uns zu den besten Seefahrern der Welt gemacht. Ach, ach, ach. Tja, nun. Nein, aber so Chili-Salbe und Chili-Schnaps und so Dinge, sehr gute Erfindung für diverse Dinge. Die hilft zum Beispiel auch hervorragend gegen Zahnschmerzen. Gegenschmerz? Macht tatsächlich auch, wenn das jetzt blutet oder so, macht's halt komplett tot. Also du merkst dann auch nichts mehr. Und als Tierabwehrspray geeignet. Das habe ich noch nicht ausversucht, aber wahrscheinlich schon. Der klingt anders. Und natürlich wurde es auch mit dem guten Wismutfusel angesetzt, da ja an sich schon mehr Bremsenreiniger ist als alles andere. So wie Gott das gewollt hat. So, da wir an dieser Stelle aber jetzt die 45 Minuten voll haben. Mhm. Gute Nacht, Armin. Gute Nacht, Armin. Es war eine Ehre. Gute Besserung. Gute Besserung. Wir denken an dich und an dich lieb. Werd schnell wieder zurück. Werbung. So, richtiges Mikro auswählen. Handy entsperren. Gucken wir mal. ChatGPT. Mikro noch richtig hinmachen, dass man richtig reinspricht. Aufnahme. Okay. Schreib mir eine lustige Geschichte über... Senden. Na, dann schauen wir mal. Armin war ein unglaublich starker Mann mit 2 Pferden, einer frechen Katze und einer Schar lustiger Hühner.
Eines Tages beschloss er, seine Stärke zu beweisen, indem er Blitz und Donner, seine beiden Pferde, auf seinen Schultern tragen wollte. Armin rief seine Pferde zusammen und sagte: »Haltet euch fest, meine Freunde. Ich werde euch auf meinen Schultern tragen und die Welt beeindrucken.« Blitz und Donner schauten sich skeptisch an, aber ließen sich auf das Abenteuer ein. Armin beugte sich nach unten und hob Blitz auf seine Schultern. Er spürte das Gewicht des Pferdes, aber er war fest entschlossen, es zu schaffen. Mit einem lauten Grunzen und Anstrengung stand er auf und begann zu laufen. Doch plötzlich sprang Minka, die freche Katze, aus dem Nichts auf Armins Kopf und begann wild herumzukratzen. Armin verlor das Gleichgewicht und stolperte über eine der Hühnerfedern, die überall herumlagen. Blitz und Donner fielen von Armins Schultern und landeten auf dem Boden. Die Hühner flatterten wild umher und Minka saß triumphierend auf Armins Kopf. Armin lag auf dem Boden und lachte über seinen tollpatschigen Fehler. »Na, das war wohl nichts mit dem Schultertragen, was?« sagte Minka spöttisch. »Du solltest vielleicht lieber bei deinen Stärken bleiben, Armin.« Armin stand auf und klopfte sich den Staub von den Kleidern. »Du hast recht, Minka. Ich bin zwar stark, aber manchmal auch ein bisschen tollpatschig. Aber das macht doch nichts. Wir können immer noch eine Menge Spaß zusammen haben.« Von diesem Tag an verbrachte Armin seine Zeit damit, seine Tiere zu umarmen und mit ihnen herumzualbern. Blitz und Donner genossen es, auf Armins Rücken zu reiten, während Minka von oben herab ihre Streiche spielte. Und die Hühner gackerten vergnügt auf ihrer Hühnerleiter. Nun ja, auch hier eine neue Geschichte von ChatGPT. Die war zwar ganz nett, aber wir wissen noch alle, die wahren Geschichten, die werden in der Nachtschicht geschrieben. Gute Besserung. Hallo Armin. Ich habe mir auch überlegt, dir einen Audiogruß zu schicken und habe dann lange überlegt, was ich denn machen könnte, bis es natürlich dann wie immer plötzlich vor einem liegt. Ich mache hier einen Rundgang durch den Serverraum bei einem Kunden. So, wir nähern uns jetzt hier der Telefonanlage. Irgendeine Unify, das Modell kann ich hier nicht erkennen. Ich hoffe, man hört es im Hintergrund und die Audioproduktionskette schmeißt ja nicht alles raus. So, dann geht's weiter. So, hier haben wir jetzt die Switche. Irgendwelche alten, oje, die haben ja wirklich schon Museumswert, HP2910 AI, oje. Aber hier hat es auch noch irgendein Cisco, da kann man aber das Modell natürlich nicht lesen. Genau, der macht hier Krach und zwei QNAP 19 Zoll, die haben hier auch noch Lüfter, die man jetzt im Hintergrund hören sollte. Und das hier warm ist, gehen wir jetzt mal in den klimatisierten Bereich. Da wird es jetzt wahrscheinlich noch lauter. Oh ja, hier hören wir jetzt Fujitsu Primacy 2540 N2 und ein Dell EMC Unity 300, die gerade aber nicht mehr so viel zu tun haben und deswegen doch noch erträglich von der Lautstärke sind. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Wenn ich halle, liegt es daran, dass das Ganze in einem 1,50 Meter breiten Bad montiert wurde und ich mich jetzt gleich nach dahinter quetschen darf, um noch zwei Kabel umzustecken. In dem Sinne wünsche ich dir gute Besserung, alles Gute und bis bald. Hallo Armin, hast du mich vermisst? Heute, der 11. August 2023, was so viel heißt wie: Yay, du darfst nach Hause. Also hoffe ich und der Rest der Nachtschicht auch, aber wir sind da ganz zuversichtlich. Nach Hause dürfen, alles gut überstanden haben, das klingt ja fast wie Feste feiern. Wusstest du, dass am 11. August 1711 die Einweihung der Pferderennbahn von Ascot stattgefunden hat? Als Königin Anne 1711 mit ihrer Gesellschaft in die Umgebung des Schlosses Windsor ausritt, entdeckte sie East Cote,
Eine Heidenlandschaft, bewachsen von Gestrüpp und Stechgänster. Weil die königlichen Pferde eine Teststrecke für die Jagd brauchen, befiehlt sie, auf dem Gelände eine Galopprennbahn zu bauen. Unter der Leitung des Master of the Royal Backhounds, dem obersten Hundeführer der Krone, liegen 4 Männer, ein Gartenarchitekt, ein Zeichner, ein Zimmermann und ein Maler, die Rennbahn an. Am 11. August 1711 führen Jockeys zum ersten Mal 7 Pferde an den Start. Die Königsfamilie vergnügt sich in bunten Zelten. 3 Läufe von jeweils 4 Meilen, rund 6,4 Kilometern. Dies sind die Anfänge des Royal Ascot, des heute größten Galopprennens Europas, auf dem die schnellsten Vollblüter und die feinsten Hutträger aufeinandertreffen. Gartenpartys, Feste feiern. Das ist doch eine großartige Überleitung zu unserer lieben Henriette Davides. Denn in ihrem illustrierten praktischen Kochbuch für die bürgerliche und feine Küche findet sich im Anhang ab Seite 323 unter anderem der wundervolle Bereich, wie man, wie nennt sich so schön, große Gesellschaftsessen, kleine Familienessen und alles andere für den täglichen Tisch zubereitet. 323 in diesem Falle, wie passend, findet sich dann Mittagessen im August, September und Oktober. Das wird noch gefolgt von Abendessen. Vielleicht solltet ihr da mal einen Blick reinwerfen. Aber was wären große Feste, die man feiert und die Heimkehr der liebsten und liebgewonnener Menschen? Denn ohne Kuchen. Mit Kuchen wird alles besser. In manchen Bereichen nennt man mich ja auch die Tortenbeauftragte. Kommen wir zur wohl abgenutztesten, ausgerissensten und fleckigsten Seite dieses wunderschönen Werkes. Die Seite 221 im Teil 1, Torten und Kuchen. Warum ist sie so runtergerockt? Nun ja, auf dieser Seite befindet sich das Familienlieblingsrezept meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter. Der Kuchen 1390, seines Zeichens, Kuchen von Hefeteig mit frischen Zwetschgen, auch mit anderen beliebigen Früchten. Hierzu benötigt man 1 Pfund warmgestelltes Mehl, 200 Gramm geschmolzene und abgeklärte Butter, reichlich 1/8 Liter lauwarme Milch, dann 30 Gramm frische Hefe, 2 Eier, 1 gehäufter Esslöffel Zucker, ferner frische Zwetschgen, und zum Überstreuen des Obstes Zucker, Zimt und Butter. Man gibt das Mehl in eine Schale, in deren Mitte Butter, Zucker, Eier, Milch, etwas Salz und in die Milch zerrührte Hefe, macht solches zu einem lockeren Teige, welchen man langsam aufgehen lässt, rollt ihn dünn aus und legt ihn auf ein bestrichenes Kuchenblech. Dann bestreicht man ihn mit geschmolzener Butter, streut Zucker und Zimt darüber, lässt recht reife, gut abgeputzte und ausgesteinte Zwetschgen in einem Topfe mit etwas Butter warm werden, legt sie dicht aneinander darauf, die Zwetschgen aufgebogen, die innenwendige Seite nach oben, kleine Stücke Butter und Zimt darüber, lässt den Kuchen an einem warmen Orte so lange stehen, bis er gut aufgegangen ist und backt ihn schnell gar, weil sonst der Teig austrocknen würde. Nach Belieben kann man ein Guss darüber machen, ehe der Kuchen ganz kalt ist. Das Erwärmen des Obstes macht den Kuchen bedeutend
besser. Ich finde, das klingt nach einem ganz hervorragenden Herbstgebäck. Und dann bleibt an dieser Stelle nur ein: Lieber Armin, sieh zu, dass du schnell nach Hause kommst. Lass dich von deinen Lieben empfangen. Kurier dich gut aus. Und wer weiß, vielleicht steht ja auch bei dir demnächst mal eine Gartenparty an. Bis dahin, alles Gute. Wir sehen uns in der Nachtschicht.